Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Letztes Mal haben wir doch einige Lehmziegel gebraucht für die Wände und die Seitenschiffe. Und etwas, was ich festgestellt habe, für Lehmziegel brauchen wir Lehm oder Schlamm. Ja, und den müssen wir mit Stroh kombinieren. Und das Aufwendigste ist, das Stroh zu bekommen. Wir haben zwar eine automatisierte Farm da hinten in unserer Villa, aber für 9 Stack Stroh stehe ich da so 6 bis 8 Stunden einfach nur rum. Drum denke ich mir, machen wir doch heute eine Nanofarm für genau das. Diese Farm hier hat einen wirklich kleinen Grundriss von 3 auf 3 und sie ist auch nicht höher als 3 Blöcke. Allerdings, was wir hier brauchen, um unser Feld, wo wir Weizen oder Karotten oder Kartoffeln pflanzen, da brauchen wir ein paar Dispenser rundherum, denn um von der Saat bis zum Produkt zu kommen, das geerntet werden kann, gibt es 3 Stati. Darum brauchen wir hier 3 Dispenser, da etwas Redstone und dann hier, das ist der Mechanismus, um das Ganze zu powern. Das powert diese beiden Dispenser und der kommt dann von oben, denn wenn wir das machen, bekommen wir ja nur ein Signal und der Mechanismus auf der Ebene Nummer 3 ist dann dafür da, um das Ganze kontinuierlich laufen zu lassen. Was wir hier nicht haben, ist ein Mechanismus, um die Dispenser automatisch zu befüllen, wie wir das hier bei der 2 hohen Blumenfarm haben. Oder auch hier bei unserer Glow Legion Farm. Und hier sehen wir, der Mechanismus für den Bone Meal Verteilung, der ist größer als die Farm eigentlich. Und nur dadurch, dass wir hier sagen, wir befüllen die Dispenser direkt, können wir die so klein bauen. Und selbst wenn wir die Dispenser füllen, haben wir ja 9 Stack Bone Meal drin. Das heißt, wir können 9 Stack Stroh oder Karotten oder Kartoffeln produzieren, bevor wir nachladen müssen, und das ist doch einiges effizienter und vor allem schneller als da in unserer anderen Farm. Die Blöcke auf der dritten Ebene sind nun auch platziert und was wir gleich sehen, hier in der Mitte haben wir einen Kolben, eine Pissen, welche nach unten pulsiert und das Getreide, das Stroh, erntet. Und das Ganze wird hier oben getriggert, ein Kreis Redstone und dann ein Absorber, der den Dispenser hier unten anschaut. Und sobald wir das anschalten, loopt das quasi in sich und alles, was wir machen müssen, ist die rechte Maustaste drücken und dann können wir auf F3 und T
Und dann kann ich die Maus loslassen und es geht weiter. Manchmal klappt es nicht ganz auf Anhieb, denn man muss so den richtigen Zeitpunkt finden, um die Saat zu pflanzen. Sonst bekommt man nur Saatgut raus und kein Strom. Wie ihr sehen könnt, bekommen wir da in recht schneller Zeit einiges an Stroh raus, was definitiv schneller ist als in unserer Villager Farm da hinten in unserer Villa. Die verbraucht zwar kein Bone Meal, aber da müssen wir doch einige Zeit warten, bis wir dieselbe Menge an Stroh bekommen. Nun, heute wieder mal eine kürzere Folge, und weil die kommenden Projekte alle so in Richtung Gebäude sind, oder da hinten was mit dem Berg zu tun haben, das ist alles recht intensiv, auch im Hinblick auf das Sammeln der Ressourcen. Drum vielleicht hier mal der Hinweis, vielleicht gibt es nicht jede Woche eine neue Folge. Aber subscribe doch einfach, abonniert, und dann seid ihr sowieso up to date, wenn es da was Neues gibt auf meinem Kanal. Also bis dann und tschüss!